Vispertarmenu hat heute ca. 1390 Einwohner. Die leben aber nicht alle im Dorf, sondern verteilen sich auf die verschiedenen Villen. Nur bis vor 40 Jahren haben die Tarbener nomadisiert. Das heisst, sie sind je nach Jahreszyklus zwischen Talgrund und hochgelegenen Matten unterwegs gewesen. Tradition hat noch heute einen grossen Stellenwert in dem urchigen Walliser Dorf. Ursula Studer und Susanne Berchtold betreiben zusammen die Handarbeitsstube in Vispertarmenu. Seit 27 Jahren führen sie den Laden. Sie verkaufen aber nicht nur Wolle, Nadeln und Bastelmaterial, sie lesen euch selber die bekannten Kirlihandstees von Vispertarmenu. Die Kirlihandstees haben früher zur Tracht der Freude gekehrt. Ursula Studer weiss Bescheid. Ja, das war früher, dass sie warm Hände hatten und dann haben sie gleich arbeiten, wenn sie die Kirli hatten. Dann haben sie die Hände frei und gleich warm. Und das ist schon vor 50 Jahren haben sie das schon gemacht. Mhm. Unzählige Kirli-Handstees haben die beiden Freuen in den letzten Jahren gelismut. Das Lismo ist zum Automatismus geworden. Lismo sind sowieso das neue Yoga, erklären Susanne und Ursula und zeigen auf ein Plakat bei ihnen in der Handarbeitsstube. Der Pfad zum inneren Frieden führt über die Stricknadel. Stricken soll nämlich genauso wirksam Stress oder Bluthochdruck bekämpfen wie Yoga. Zu diesem Schluss kam bereits vor 6 Jahren eine Studie der Harvard Medical School. Das Klicken der Stricknadeln versetzt einen, laut Dr. Herbert Benson, in einen meditativen Zustand. Das Produkt jedenfalls lässt sich zeigen. Für die Tarbener Kirlihandstees nehmen Ursula und Susanne nicht irgendeine Wulla. Merino-Wulla müssen es sein. Und die führen sie in allen möglichen Farben. Ja, wir nehmen reine Merino-Wulla. Ja. Und die Farbe haben wir einfach eine Hüfe. Meistens nehmen wir schwarze und dann haben wir jede Farbe, was du wünschst. Oder? Heutzutage nehmen sie einfach fast zu jedem Kleid eine andere Farbe, nehmen, oder? Einfach passend. Und dann haben wir so, ja, wir würden sagen, wir haben sicher 30, 40, mal 30 Farben haben wir schon zur Auswahl. Oder? Da kann jedes wählen. Aber warum noch mal gerade Merino Wulla? Es ist erstens einmal weiche, es ist also ein bisschen elastisch, gut nagen, oder? Und nachher tut es nicht beißen, weil sie mir sagen, Wolle tut beißen und Merino Wolle tut also nicht kratzen, oder? Das Schwierigste ist, die Kirlinie überhaupt auf die Wolle aufzuziehen. Die Ursula nimmt dafür einen dünnen Foto zu Hilfe. Circa 300 Kirlinie nimmt sie pro Pulswärmer auf die Wolle. Je nach Muster braucht es mehr oder weniger. Also das ist das Schlimmste ist wahrscheinlich schon, die Kirlini auf das Garen zu bringen, oder? Und das habt ihr jetzt gesehen, wie das geht. Oder? Und dann Lismo kann man schon noch bald, wenn man gewandt ist, Lismo. Man muss einfach rechts Lismo und auf der linken Seite, wenn man links Lismo, die Kirlini drin, ja, dass auf der rechten Seite kommt. So zwischen. Ein Skill zwischen der Masche dritt. Und dann muss man einfach fest getrunken, dass sonst gehen die Kirlini zwischen der Masche und uns. Gell? 50 Franco verlangt man das Fispertarmenu für ein paar Kirli-Handstees. Ist dort die Nachfrage da? Also bis jetzt haben wir irgendwie immer nie Giftträge, oder? Und besonders der an Weihnachten, zum letzten Moment noch schnell als Geschenk ist, das wirklich das Flutsgeschenk im Winter sowieso, weil es Flut warm gibt, oder? Seit 2006 war das Schweizer Fernsehen in Vispertarmenu zu Besuch, verkaufen sich die Pulswärmer sogar noch besser, verratet Ursula. Also wir haben jetzt das schon seit 27 Jahren haben wir immer schon Kirlini gemacht oder machen und verkauft. Aber jetzt seit 2006, als das im Fernsehen kam, hat das halt einen Aufschwung genommen. Mhm. Jetzt verkaufen wir halt das in der ganzen Schweiz. Die Kirlihandstees sind alle Handarbeit. Es steckt ein Haufen Arbeit dahinter. Es ist einfach ein Haufen Arbeit, oder? Zuerst, bis man schon mal die Kirlinie alle auf der Wolle drauf hat.
Und nachher, das Lismo, man braucht wirklich fast 10 Stunden. Je nach Motiv. Wenn man uns ein bisschen kompliziertes Motiv hat, braucht man länger. Und sonst geht es einfach uns ein bisschen schneller. Und nachher müssen wir auf ein Lismo mal. Dann müssen wir sie nachher zusammenbieten. Das gibt auch wieder viel Arbeit. Und das kann man einfach irgendwo machen, mit gutem Licht am Abend ist, das nicht zu machen. Oder dann kommt es nicht schön. Und nachher die wir noch dran häkeln. Einfach dann müssen wir es auf die linke Seite kehren. Und nachher die werde ich noch die Spitzine dran häkeln. Aber ja, man muss also schon fast 10 Stunden rechnen. Da stellt sich die Frage, lohnt sich denn der ganze Aufwand überhaupt finanziell? Ja, also darauf leben kann man sicher nicht. Aber für uns ist das mehr als Hobby und wir machen jetzt das einfach so. Ja, nein, das kann man gar nicht rausrechnen. Sonst machen wir es nicht mehr. Oder die Ulla ist eben auch ziemlich Tier. Kirlini sind auch Tier, je nach Farbe. Und das kostet einfach fast 15 Franken, kostet schon fast nur das Material. Und so lesen wir Ursula und Susanne munter weiter, ohne genau auf die Tür zu schauen. Sie pflegen ein typisches altes Handwerk von Fischbertarmen noch weiter und dient dabei erst noch etwas für ihre Gesundheit. Ob die Krankenkasse neben Yogakursen auch das Lismo finanziell unterstützen, lohnt es sich dann, um mal abzuklären.